Offroad. Mit dem habe ich noch gar nichts gemacht. Könnt ihr noch was weiteren Rennwagen nehmen? Oder so Balance-Wagen? Mach mal hier das Häschen. Wie sieht denn das drauf aus? Das sieht scheiße aus, was durchsichtig ist. Den darf ich nicht spiegeln? Warum darf ich den nicht nach vorne spiegeln? So, mal sehen, was mir jetzt auch abschmiert, wenn ich das mache. Nö. Ich will die Farbe ändern. Seht das Problem? Komm auch nicht mehr raus. Das ist halt wirklich, wenn du das in Klammern machst. PWR in Klammern ist ein Problem. Dann buggt das Spiel. Kannst du nur rausgehen. Das haben viele, wenn man einen bestimmten Text eingibt. Das ist halt der gleiche Text wie bei einem Kumpel von mir, der auch schon gesagt hat, dass er das Problem hat. Ich denke, das ist tatsächlich die Art und Weise, wie sie sich vor gemeinem Text schützen. Tatsächlich. Das ist halt die White Power Option. Es ist nicht abgestürzt. Ich kann einfach. Es gibt nur noch B, ist nicht mehr rausgehen, sondern nur noch rückgängig machen von Aktionen. Ich kann jetzt alles rückgängig machen, was ich jemals gemacht habe. One Eternity Later. So. Wie geht's dir, Schalke Rocks? Mir kommt dir bekannt vor. Ich glaube, du warst schon mal hier, ne? Dann wünsche ich dir eine herzliche Willkommen zurück. Ich bin gerade am neuen Auto-Tune dabei, weil ich mit dem gleich ein paar Karriererennen machen will. Und werde. So, ich glaube, ich bin erstmal so weit damit halbwegs glücklich. Gefühlt geht's im Deutschen nie gut, wenn man das fragt. Yo. Ich wollte mal sehen, was dieses Ding so drauf hat. Okay, sie hat sich jetzt ein Auto geliehen, oder was? Bin ich deinem Dad? Geht das für Lucas klar? Der Wagen gehört mir genauso wie ihm. Die Dreamkillers werden heute Nacht alles geben. Die hat sich den Dingens geklaut. Denk dran, wenn wir das hier gewinnen, muss uns... Das Muscle Car vom Dad. Aber kein Druck. Okay. Warum habe ich mein Licht hinten eigentlich nicht an? Warum ist mein Rücklicht nicht an? Ich habe auch keine Unterbodenbeleuchtung eingebaut übrigens. Das ist ein bisschen weird. Ich liebe den Klang dieses Motors. Danke, Papi. Danke, Papi. Papi ist am Steuer. Das nenne ich ein Auto. Bisschen driften kann er doch. Fahre ich ja doch nachts. Ich dachte, das wäre ein Tag herausfinden, aber die Story-Mission von ihr ist immer nachts. Brauchst du ein Pace-Car? Tatsächlich. Ich kann gerne mal übernehmen. Boost! Das ist gleich. So, oh, das fühlt sich aber nice an, mit dem zu driften, tatsächlich. Hey, du errätst nie, was ich hier hinten entdeckt habe. Geh vom Gas, dann zeig ich's dir. Ari, bist du behindert? Warum soll ich das tun? Es geht ums Rennen. Oh. Ja, wieso bin ich jetzt nicht gedriftet? Moment. Ah, drifts hier Gas. Okay, deswegen. Jo, klingt gut, das käme mit der Gesellschaft, deswegen zieh mal kurz durch. Dankeschön. Das Arschloch schon wieder? Ah! Story Mission! Hey, dich kenn ich doch! Wärst du jetzt dran oder muss ich dich dazu zwingen? Ich werd durch den Raceway abhauen! What? Und unser Rennen? Vergiss es! Dieser Kopf lässt nicht locker! Kannst du mir helfen? Klar! Sind der Crew! Okay, also wir müssen den Sean crashen. Wir sind ausgeflogen! Hauen wir ab! Ich war halt übel weit vorne. Die Stufe gestiegen, Sean! Kommen sie her, kommen sie ran, können sie rausschauen. Oh, wo bleibt er denn? Diesen Wagen nimmt mir niemand weg! Vielleicht, aber ihr zwei müsst euch schon mehr anstrengen.
Oh, verdammt! Dachte, ich kann gut blockieren. Kram, alles klar. Zwing mich nicht, den Wagen zu Schrott zu fahren! Du zwingst mich gerade, deinen Wagen zu Schrott zu fahren. Ach, come on! Ich hätte mir einen schnelleren Wagen nehmen sollen für die Mission. Sein Kofferraum ist offen. Alter, wie der sich loszieht. Oh. What, das ist mit meinem... Oh, da habe ich aber viel HP verloren für die Aktion. Scheiße. Ich weiß nicht, wie viel mein Wagen noch aushält. Ja. Weiß auch nicht, wie viel mein Wagen noch aushält, dummerweise. In reinbrumsen mit voller Wucht ist nicht die beste Taktik anscheinend. Aber daneben, langsam werden es auch nicht so geil. Nein. Tschüss! Nein. Ich bin gespannt, wie er das erklären will. Du hast mir den Arsch gerettet. An alle Einheiten. Officer Shaw ist verunfallt und benötigt Hilfe. Haltet die Augen nach einem gelben Camaro offen. Das ist unser Stichwort. Ich fahr zurück in die Werkstatt. Komm so schnell wie möglich. In die Werkstatt, okay, dann fahren wir in die Werkstatt. Das war. Da will ich auch hin. Sehr schön. So. Es ist auch nicht gut, das zu fragen, weil es ab und an Leute gibt, die dann schreiben, wie scheiße es ihnen geht und dass sie meist eine Sache, die ich gar nicht lesen und wissen will. Fragen ist okay, aber dann zu schreiben ist blöd. Ach so. Nee. Alles gut. Falls du wieder da bist, mich stürzt nicht. So, haben wir die Story-Mission. Hirschi? Was denn Hirschi für ein Ausdruck? Den kenne ich noch nicht. Hm. Schön, dass ich jetzt in der Garage bin und kein Menü habe. Guter Bug. Bug Nummer 2. Wir haben ihn. Achso, der hat geladen. Ich vermute mal eine Zwischensequenz. Ja. Letzte Nacht ist der Kampf zwischen der städtischen Highspeed Taskforce und der immer größer werdenden Gruppe krimineller Racer eskaliert. Anwohnern bot sich ein bizarrer Anblick, als hunderte Dollarscheine durch den Nacht. Ja, weil er in seinem Kofferraum Geld hatte. Hat nun einige schwierige Fragen zu beantworten. Was letzte Nacht passiert ist, war inszeniert. Ein mieser Versuch, meine Einheit in Verruf zu bringen. Und aha. Wieso? Weil wir gewinnen. Ihr seid bestochen, ihr Idioten. Oh oh. Der war da immer rumgeschraubt, der müsste jetzt übel Schrott sein. Ja, ist ordentlich verbeult auf jeden Fall. In den niedrigen Gängen ist er ein bisschen träge. Aber sobald er aufdreht, Mann, das Ding ist eine Bestie. In den niedrigen Gängen ist er ein bisschen träge. Okay, du bist sauer. Ach, echt? Mira Esto. Es tut mir leid, ich hätte es dir sagen sollen. Ach, bist du denn nebenbei? Du hattest kein Falka. Recht dazu, Anna. Kein Recht. Ich bin weg. Nein. Na, Ruth, der Karasuke ist nicht raus. Er wollte sich gerade verabschieden. Er war auch mein Papi, okay? Und falls du es vergessen hast, er wollte, dass dieser Wagen in Rennen fährt. Und das war ein Rennen, hä? War es, bis dieser Arsch vom Kopf aufgetaucht ist. Bei dem, was du tust, werden immer Cops auftauchen. Du versaust dir noch dein ganzes Leben. Nein, ich werde was aus meinem Leben machen. Okay, mache ich demnächst mal. Guck ich mal rein. Aber ich habe das Geld gerade nicht, mir das zu kaufen, glaube ich. Das ist gut. Das sieht aus, als wäre eine College-Abbrecherin gefahren, die nichts vom Racing versteht. Das ist echt nett. Ich muss nicht hier stehen.
und einem Ex-Knacki zuhören, der zu viel Schiss hat, wieder zu fahren. Wir sind Racer! Okay, sind wir das? Meld dich bei mir, wenn dir das wieder klar ist. Dem Ex-Knacki zuhören, der gesessen hat, weil er beim Racen erwischt wurde. Muss man mal dazu sagen. Und der jetzt eine Werkstatt hat, die anscheinend ziemlich erfolgreich läuft, ja, weil die sieht schick aus und ist relativ groß und ist eine Werkstatt. Ich sehe das Problem nicht. Jetzt weiß ich, wie sich mein Vater gefühlt hat. Brauchst du dabei Hilfe? Dalle. Jeder, die ich kriegen kann. Okay, bauen wir jetzt den Chevrolet mit ihm wieder auf. Okay. Der auch gerade nur 14,99 am Start. Moment mal, das ist das Spiel für 14. Achso. Vergesse es immer wieder, ja, für das. So, er hat mir einen Wagen hingestellt, hat er gesagt. Ich hoffe, ich krieg einen Wagen und. Nicht, dass ich jetzt ein Problem habe, weil der Wagen Offroad scheiße ist. Wo ist denn der vornehme Bunkerblässe? Ach man, alle trollen sie mich heute. Für einen Camaro Classic gefragt? Ja, aber ich meinte, er ist zu lange aus dem Business raus. Und ich mache nicht mit jedem Geschäfte. Kann ich dich irgendwie umstimmen? Na sicher. Aber erst musst du gegen mich gewinnen. Erst musst du gegen mich gewinnen. Ich habe an der Stirn viele Haare kleben hier. Und tatsächlich nicht kleben, sondern die hängen da einfach so. Ich habe vorhin eine Mütze aufgehabt und die habe ich jetzt abgemacht. Andere Seite. Ich sehe meine Haare. Ich lasse sie da jetzt einfach. Ich hoffe, du hast mehr zu bieten als weil da oben habe ich viele Haare. Jetzt fangen wir den Rally Cross an. Nice. Da sehe ich mich doch. Muss ich Nuru schlagen eigentlich? Das ist wieder umgestellt? Nicht wieder umgestellt. Das ist so schrecklich. Der hat gerade einfach wieder umgestellt auf Gas. Oh, das war ein bisschen weit. Oh, es wird gar das ist relativ schwierig, die Runde hier zu fahren gegen den. Werde ich mir den Boost ein bisschen aufheben müssen fürs Ende. Ah, wobei, jetzt habe ich ihn direkt abgezogen. Ich glaube, man muss wirklich auf den Fahrspuren bleiben, wenn man einen schönen Speed hat. Sonst verliert es, glaube ich, relativ viel Speed tatsächlich. Das nennt man Mädchenwinker. Was zur Hölle? Nimmt man Mädchenwinker? The fuck? Ich muss mal wieder zum Friseur, okay. Also wollt ihr mir das damit sagen oder was? Das ist korrekt. Friseur war ich lange nicht mehr. War auch übrigens eins, was ich heute Nachmittag machen wollte. Einen Friseurtermin holen. Aber ich mag die kleinen Booster einfach nicht. Die geben mir zu wenig. Ich hätte gern lieber zwei mittelgroße als ein riesiges oder vier kleiner. Du hast heute offenbar Glück. Tatsächlich. Wenn es die Option geben würde, gibt es leider nicht. Das ist ein bisschen doof. Was ist das denn für eine lahme Krücke hier? Der hier vor mir fährt. Was passiert gerade mit meiner Karre? Gefühlt geht die gerade kaputt. Die hört sich an, als würde sie gleich auseinanderfallen. Leute. Mein lieber Mechaniker, was hast du mir hier hingestellt? Gut gefahren. Und jetzt willst du wohl den Grill, oder? Was, Schalker? Was zur Hölle?
Moment mal, ich habe mit einer 198er Performance in 300er Performance besiegt? What? Wie scheiße ist der denn gefahren? Was zur Hölle? Ist nicht seine Schuld. Ich habe ihn weggeschickt. Was? Warum? Wie er schon sagte, ich bin wählerisch, mit wem ich Geschäfte mache. Und du bist? Die Person, die du wirklich beeindrucken wolltest. Dein Grill ist auf dem Weg zu Riveras Werkstatt. Woher weißt du, dass ich da wohne? Deine Polizeifunk-App hat noch mehr Funktionen. Tja, für mich zumindest. Okay. Hast du gehackt? Programmiert. Oh. Ich melde mich, wenn ich dich brauche. Cool. Lady, können wir uns mal unterhalten gehen?